Moin und Gude aus Hessen. Ich melde mich aus dem Land-Dill-Kreis zu euch in Richtung Kräutersammlung und habe mir gedacht, ich mache das Thema Weißdorn mal für euch zugänglich, da es in der Gesellschaft sowieso viel zu viel verloren geht, was mit Kräutern und Co. machbar ist. Jeder rennt lieber in die Apotheke und kauft sich diesen Mist. Und dabei kann man sich das Ganze auch selber sammeln, wenn man das nötige Wissen hat. Und das, finde ich, geht verloren. Somit ein kleiner Beitrag von mir, dass es, oder uns, jeder, der es betreibt, dass es in der Gesellschaft einfach nicht vergessen geht. Und aktuellen Anlass habe ich eine Großmutter, die an die 90 ist. Und das gibt mir auch immer wieder die Aufgabe, mal was Gutes für sie zu tun. Und Thema Weißdorn, kann man Gutes für ältere Menschen tun, indem man das Herz stärkt. Diese Pflanze ist wirklich bewiesenermaßen verdammt gut fürs altersschwache Herz. Ja, die Pflanze bzw. der Strauch, kann man die Blätter, die Blüten und die Beeren ernten. Blätter und Blüten im Frühjahr, und in den Blättern ist der meiste Wirkstoff, der fürs Herz gut ist. Allerdings kann man das jetzt auch im Herbst machen mit den Beeren. Da hat man halt nur noch ein Drittel, aber besser als gar nichts. Jo. Dann das Ganze ernten, wenn der erste Frost vorbei ist, dann sind die Bitterstoffe soweit raus und ich werde daraus einen Sirup zaubern. Ja, ihr könnt mich begleiten, wenn ihr Bock habt. Ist jetzt für uns Survivalisten und Bushcrafter, Outdoor-Menschen nicht vom Ernährungsfaktor interessant, aber auf jeden Fall gesundheitlich. Und naja, was fürs Herz gut ist, warum soll man das nicht mitnehmen? Ja, begleitet mich gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Den wohlbesagten Weißdorn. Schauen wir mal, wann die Leute da unten alle kommen. So. Erstmal muss ich euch meine Heimat zeigen. Diese Aussicht ist doch phänomenal, oder? Ja, und hier fahre ich jeden Tag von der Arbeit entlang, freiwillig, nur um diese Aussicht zu haben. Und unter anderem komme ich dann an meinen Weißdornbüschen vorbei. Unschwer zu erkennen und kaum zu verwechseln an diesen Blättchen. Ja. Dann habt ihr diese Beeren. Ihr seht, die Büsche sind voll damit. Ja, haut rein und greift, was ihr kriegen könnt. Lasst den Vögeln auch noch etwas. Also erntet niemals einen kompletten Busch leer. Wobei ich das auch sagen muss, wird schwierig, da es doch wirklich genug davon gibt. Ja, jetzt habt ihr die Bärchen mal gesehen. Ich werde euch die Beeren auch nochmal von der Nähe zeigen. Charakteristisch unten diese kleine, Plättchen. Sieht aus wie eine Hagebutte in Kleinformat, so ein bisschen. Also ihr könnt sie kaum mit was anderem verwechseln. Ja? Wenn ihr Blätter und Beeren in Kombination habt, dann ist es definitiv Weißdorn. Und wenn ihr es dann immer noch nicht wisst, dann greift einfach mit voller Hand in den Busch rein. Wenn ihr euch nicht stecht, dann ist es auch kein Weißdorn. Weil hier sind wirklich eklige kleine Stacheln dran. Wenn ihr da reinpackt, tut das gut weh. Jo, das war's soweit zur Bestimmung von dem Baum. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei der Zubereitung. Weiter geht's mit Projekt Weißdorn. Also, ich habe die guten Stückchen jetzt alle verlesen, soweit von den großen Ästen befreit. Die kleinen Äste kriegt ihr gar nicht so ab, so richtig gut, falls ihr das seht. Das macht aber jetzt auch nicht viel. Jetzt beschlägt die Kamera. Das ist wie beim Holunder auch nicht so dramatisch. Das wird ja dann eher alles nochmal gepresst und die Stöcke bleiben dann zurück. Hauptsache ihr habt die großen Stöcke weg, wenn da kleine dran sind. Also wie gesagt, nicht so dramatisch. Wichtig ist es, dass ihr die Beeren nach dem ersten Frost erntet. Bei uns war es jetzt die zweite Nacht mit Frost. Und demnach sind die Weißdornbeeren definitiv gut, schmecken Eigengeschmack nicht sonderlich gut, also beziehungsweise schmecken sie nach nichts. Aber wäre der Frost noch da, nicht da gewesen, wären sie ziemlich bitter. So, das Ganze wird jetzt einfach mit Wasser aufgegossen, soweit, dass die Beeren bedeckt sind. Ich nehme immer ein bisschen mehr und lasse es kochen, 20 Minuten. Wenn das Ganze gekocht ist, nehme ich ein Tuch, packe die Beeren da rein, lasse den Saft durchlaufen und fange den Saft allerdings auf, der unten dann rauskommt, und dann presse ich die Beeren nochmal schön
in das Wasser rein. Das ergibt dann mit dem Kochwasser und dem gepressten Saft halt eine intensive Mischung des Ganzen. Dann wird das Ganze nochmal mit 500 Gramm Zucker auf 1 Liter Saft aufgekocht in eine Flasche, die möglichst sauber ist, abgefüllt, auf den Kopf gestellt und somit ist es dann eingekocht. Das Ganze soll sich dann auch ein Jahr halten. Bei meinen anderen Syrupen, wie man auch immer das in der Mehrzahl ausspricht, funktioniert das eigentlich sehr gut. Die halten sich wirklich bis zum Jahr. Also gehe ich davon aus, dass es hier mit der Weißdorn definitiv auch so sein wird. Jo, wenn ihr Bock darauf habt, probiert's aus und viel Spaß dabei. Also es ist mühsam, die ganzen Dinge abzufuddeln, das muss ich sagen, aber eventuell tut's das Endprodukt ja rechtfertigen. Also viel Spaß dabei.